Dahlen, 2016. Ein regnerischer Novembertag. Katze, dessen Name von der Redaktion geändert wurde, und sein Betreuer Volkmar Ohrmund sind auf dem Weg zur neues, total tolles Teilhabegesetz Beratungsstelle. Katze will wissen, wie das neue, tolle Teilhabegesetz das Leben von ihm und anderen sogenannten Menschen mit Behinderung verbessern wird. Dem sogenannten Menschen ohne Behinderung ist dies natürlich völlig egal, aber er ist trotzdem mitgekommen. Ich muss mal Schluss. Entschuldige. Katze, ein Mensch mit sogenannter Behinderung. Und ich bin Volker Ohrmund, der Vormund. Sogenannter Mensch ohne Behinderung. Guten Tag. Ich bin ein sogenannter Mensch ohne Behinderung. Deswegen bin ich total qualifiziert, das neue, total tolle Teilhabegesetz zu verfassen. Denn exklusive Exklusion kann schließlich nur von Menschen, die nicht betroffen sind, hergestellt werden. Unser Konzept der exklusiven Exklusion hat über Jahre gut funktioniert und wurde jetzt perfektioniert. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe von dem neuen Teilhabegesetz gehört und ich würde gerne wissen, was sich für mich verändert. Ach, das neue Teilhabegesetz, da sind Sie genau richtig bei uns. Ihr ganzes Leben wird sich verändern, das kann ich Ihnen sagen. Exklusive Exklusion. Inklusive. Ich arbeite in der sogenannten Behindertenwerkstatt und fahre mit dem Gabelstapler 6 Stunden am Tag und verlade Spiegelschränke. Und habe nicht weniger als 80 Euro im Monat zu verdienen. Naja, da kann ich Ihnen sagen, dass das neue, total tolle Teilhabegesetz da wirklich Ihnen gar keine Nachteile bringen wird. Die Behindertenwerkstätten bleiben von den Bedingungen her genau gleich. Machen Sie sich wirklich keine Sorgen. Auch Ihr Taschengeld wird nicht gekürzt. Was tatsächlich gut für Sie ist, ist, ab jetzt dürfen Sie mehr als 2600 Euro, die Sie bisher sparen durften, ansparen. Es wird jetzt immer so ein bisschen mehr und ab 2020 können Sie 50.000 allein behalten. Also wenn ich also 52 Jahre arbeite und keinen Cent abgebe, kann ich das ganze Geld behalten. Genau. Gott sei Dank, ich erbe ja etwas Geld von meinen Eltern. Wie viel denn? Circa 5.000. Ja, auch da haben wir im neuen tollen, total tollen Teilhabegesetz genau das Richtige für Sie. Von diesen 5.000, die Sie erben wollen, können Sie 2.600 Euro selbst behalten. Das ist über die Hälfte. Und der Rest? Ja, der geht an uns. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin sogenannter Mensch ohne Behinderung und mir ist das alles völlig egal. Ach so. Also, wofür brauchen Sie denn überhaupt so viel Geld? Für eine Wohnung. So. Das können Sie natürlich tun. Die bezahlen wir auch Ihnen auch gerne. Allerdings nur, wenn diese billiger ist als unsere, stationären Einrichtungen. Ist betreutes Wohnen nicht billiger als für eine eigene Wohnung? Genau, das ist ja das Geniale daran. Und die Eingliederungshilfe, kriege ich die trotzdem? Eingliederungshilfe, selbstverständlich. Mit dem neuen, total tollen Teilhabegesetz müssen Sie in Zukunft nachweisen, dass Sie in 5 von 9 Lebensbereichen eingeschränkt sind. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Runde 5 von 9. Herzlich willkommen bei 5 von 9, die Action-Show mit Menschen mit Behinderung von Menschen ohne Behinderung, bei der es wirklich um alles geht. Es sind 9 Runden, von denen die Bewerberinnen und Bewerber mindestens 5 verlieren müssen. And the winner takes it all. Exklusive Exklusion inklusive. Nummer 1. Lernen und Wissensanwendung. Können Sie lesen? Ja. Leider die erste verloren. Kategorie 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen. Halten Sie mal.
Sie geben sich aber auch wirklich gar keine Mühe. Machen Sie doch mal ein bisschen mit. Sie wollen ja gar nicht gewinnen. Auch die zweite Aufgabe haben Sie nicht geschafft. Vielleicht wird es ja bei der nächsten Aufgabe besser. Nummer 3. Mobilität. Können Sie gehen? Ja. Setzen Sie sich wieder hin. Sie sollen sich doch ein bisschen anstrengen. Kategorie Nummer 4. Können Sie kochen? Spaghetti. Auch in der Kategorie Selbstversorgung haben Sie versagt. Geben Sie sich doch wenigstens ein bisschen Mühe. Sie machen ja gar nicht richtig mit. Sie wollen ja gar nicht gewinnen. Die letzte Kategorie. Es ist Ihre letzte und einzige Chance, die Eingliederungshilfe zu erhalten. Kategorie Nummer 5. Kategorie Kommunikation. Können Sie sprechen? Dann sind Sie ja gar nicht exklusiv exkludiert. Sie brauchen gar keine Eingliederungshilfe. Sie sind nun ein Stück näher an der Gesellschaft der Menschen ohne Behinderung, der sogenannten Menschen ohne Behinderung. Ich gratuliere Ihnen mit dem neuen total tollen Teilhabegesetz. Können Sie nun eingeschränkt in der Gesellschaft der sogenannten Menschen ohne Behinderung teilhaben. Danke.